Hallo zusammen, mein Name ist Michael Greif. Ich begrüße euch recht herzlich bei der Cannabis-Normalkonferenz zur Session Dumpingpreisrezepte, Werbekiff-Rap und Krypto-Investments, Kuwadis-Seriosität. Heute soll es sehr in die Breite gehen, um alles sozusagen, was uns sozusagen tangiert, interessiert, was anders laufen könnte, sollte, was in der Branche vielleicht skeptisch zu sehen ist. Vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Michael Greif, ich bin Verbraucherwissenschaftler und Politologe, Soziologe von meinem Studium her, arbeite ehrenamtlich bei der Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik der Grünen als Sprecher, habe auch mal Gruppen des Hanfverbandes in Münster und München gegründet. Danke. War jahrelang Sprecher, dort Modellprojektanträge mitgestellt und mit zum Erfolg geführt. Bin ACM-zertifizierter Berater für Medikamente auf Cannabis-Basis und insgesamt langjährig im Austausch mit Politik, Medien, Interessenvertretern für die Cannabis-Legalisierung und auch für Medizinal-Cannabis natürlich. Und seit 2020 arbeite ich als Referent beim Branchenverband der Cannabiswirtschaft e.V. So, wir haben zu unserem heutigen Thema dankenswerterweise einen Impulsvortrag von Gero Kolas. Gero, darf ich dich hier zu uns auf die Bühne bitten? Dann, die Bühne ist dir. Hey, hier stand ich eben schon mal. Ich hoffe, es wird jetzt nicht irgendwie langweilig und ich überschneide mich mit Inhalten von eben. Könnte aber gut passieren. Kleinen Moment. Selbsthilfenetzwerk, habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Muss man eigentlich nicht viel mehr dazu sagen. Gibt es jetzt schon ziemlich lange, seit 2006. Wurde nicht von mir gegründet. Ich bin erst seit 2013 dazugekommen. Die Gründer sind zum Beispiel Carsten Elvering. Der wäre heute fast auch hierher gekommen, ist er leider nicht. Ich bin seit 2021 Sprecher des SCM. Ich habe mal Soziologie studiert auf Magister. Ich bin in meiner Rolle als deutscher Sprecher von Patienten auch im IACM aktiv. Das ist die International Association for Cannabis as Medicine oder Cannabinoid Medicine und auch ein Vorstandsmitglied der ACM. Früher mal im Sozialbereich gearbeitet, Sozialpädagoge, Lehrer, viel Beratung. Ja, im Moment eigentlich nur für Patientenrechte und Patientenschutz unterwegs. Ich bin seit 2012 offizieller Cannabis-Patient, seit ich das erste Mal mit Dronabinol behandelt wurde. Ja, und ich berate nebenbei ziemlich viel. Das ist unser Thema. Micha hat es eben schon mal gesagt. Wir können auch direkt einsteigen mit einem Beispiel. Ich habe es eben schon mal an die Bühne geworfen, auf die Leinwand. Mary Jane. Hier Cannabis. Patient werden. Sehe ich problematisch so. Einmal wegen dem Deppenleerzeichen, aber ich habe das Gefühl, hier in dem Fall war es ziemlich taktisch gewählt. Da gibt es Cannabis sozusagen, das ist eine Quelle. Und was mich aber wirklich stört, ist, dass es oft in der Darstellung so aussieht, als wäre es irgendwie attraktiv, ein Patient zu sein. Und als wäre Cannabis-Patient zu werden eine Berufung. Also bis die Entkriminalisierung gekommen ist, hat es oft so ein bisschen gewirkt wie, es gibt die Konsumenten, die verfolgt werden. Und dann gibt es die, die haben Rezept, die stehen vielleicht rechtlich ein bisschen besser da. Das war für uns auch nicht gut, diese Einteilung, sozusagen diese Zweiteilung. Jetzt, wo Cannabis wenigstens in gewissen Mengen legal ist, aber man es noch nirgendwo legal kaufen kann, erzeugen solche Darstellungen natürlich auch Funken, sag ich mal, die vielleicht Debatten, die sowieso in der Gesellschaft sind, in den Köpfen, ideologische Vorbehalte etc., die ganzen Kiffer, vor kurzem war es noch verboten. Ja, mich erinnert es irgendwie an, in den USA hatte man das Pillmills. In Kalifornien saßen vor vielen Jahren mal Ärzte vor Fitnessstudios zum Beispiel oder am Strand. Ja. Das untere Bild von Julian Wichmann, ich saß eben mit ihm auf dem Podium. Ich habe es auch eben schon mal angesprochen. Ich finde natürlich, dass so eine Darstellung so, es ist nicht unbedingt die typische fachärztliche Darstellung, sag ich mal, wie man sie so kennt. Der Kittel gehört normalerweise in die Praxis und nicht auf eine Messe oder ein Festival. Und genauso sieht es eben aus mit den Strain Reviews. Das Thema ist ja auch Werbekiff-Rap.
Wir erleben gerade ziemlich viel Marketing, würde ich sagen. So. Und das ist zum Beispiel auch krasses Marketing. Das ist Ansei, Dr. Ansei wird er genannt, der war auch auf der Mary Jane. Ist da mit zwei Kollegen, ich glaube, sie waren nur zu dritt rumgelaufen. Ja, und ihr seht es, per Bote zur Messe. Ist jetzt eigentlich nicht so gewöhnlich, dass man seine Medikamente per Bote zu einem Festival bekommt. Wir sehen eben auch, da gibt es sozusagen eine Wertschöpfungskette. Ja? Es verdient ja nicht nur jemand vielleicht an einem Rezept, vielleicht verdient jemand an dem Rezept sogar so gut wie gar nichts, weil sie sind sehr, sehr günstig. Aber es gibt ja noch mehrere Punkte in der Kette. Ja, was verdient der Bote, was verdienen die Apotheken und so weiter. Das hat vor circa 3-4 Monaten die Gemüter erhitzt. Ich als Patient fand es ziemlich komisch. Das ist eine Fertigungsanlage für GMP-produziertes Cannabis. Und das Haarnetz sitzt nicht so richtig. Ihr seht das. Also ich finde es erstmal unangenehm, wenn jemand da durchtobt, wenn ein Ort, an dem es eigentlich um Medizin gehen sollte und auch um Seriosität für Drehs von Videos benutzt wird. Ja, und vor allem, wenn solche Texte vorkommen. Also ich brauche mindestens 3 Tage am Gramm und dann nochmal 3, damit ich schlafe. Das ist als legal die Krankenkasse bezahlt. Das war noch vor der Entkriminalisierung. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt die seriöse Art der Darstellung. Auch hier frage ich mich ganz ehrlich, wurde das hinterher in meine Döschen gesteckt? Ich habe ab und zu auch mal ein Haar im medizinischen Cannabis gehabt. Sollte nicht sein, aber ich weiß nicht, ob das Zeug weggeworfen wurde danach. Hier sehen wir die Reaktionen, die es so dazu gab. Ich denke bei solchen Sachen dran, ich war lange Zeit Hydromorphon-Patient, Buprenorphin etc. Ich habe niemals bei YouTube gesehen, dass ein Hersteller zum Beispiel Golden Brown von den Stranglers gewählt hatte, um sein Medikament, um sein Produkt zu bewerben. Ich hatte auch nie ein Tramadol-T-Shirt mit dem lustigen Tramadol-Chinchilla. Ja, ich finde das sehr problematisch. Auch das sind Bilder, die eigentlich auch problematisch sind. Das ist jetzt nicht unbedingt so die Darstellung, wie man es kennt. Ne? Also ich kenne sowas eher vom Schwarzmarkt. Mit einer Lampe in den Beutel reinleuchten, sehen, wie es glitzert und so weiter. Vielleicht kennt ihn jemand, ich kannte ihn vorher gar nicht, ich musste das erklärt bekommen, das ist massiv. Und ich weiß es nicht, ich finde diese Geruchsprobe sozusagen, er ist auch gar kein Arzt oder Apotheker, so viel ich weiß, er hat sich auch nur diesen Kittel angezogen. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, sozusagen, das ist ein Kontrast, aber gar kein starker, es ist eher grau und grau. Was hat ein Unternehmen davon, wenn es keine Pharmaberater einstellt, Pharmareferenten, sondern den Rapper Xata, wie auch immer, Chief Viral Officer. Ich finde, das ist problematisches Marketing, ja? Und da haben wir was, ich habe es noch auf Englisch. Wir sehen das im Cannabis-Bereich ziemlich oft, so dass die Strain-Bezeichnungen, die Originalen verwandt werden, weil die vielleicht auch eine stärkere Durchschlagskraft haben, wenn es um die Werbung geht. Aber sind diese Namen wirklich gut? Für mich als Patient nicht. Ich will meinem Arzt nicht sagen, dass er mir Alaskan Thunderfuck auf das Rezept schreiben soll. Ja, insofern, es gibt klare Bestimmungen im HWG gegenüber Werbung, die nicht an Fachkreise gerichtet ist. Das sollte eigentlich gar nicht sein. Legal bans on advertising outside of professional circles. Wir Patienten sind eigentlich kein professional circle. Ja, und ich habe es eben schon mal erwähnt, ich erwähne es immer wieder, Cannabis ist ein Nachfragemedikament. Für gewöhnlich vertrauen die Ärzte uns Patienten und wir sagen, welche Sorten uns geholfen haben. Insofern ist natürlich jeder Eingriff diesbezüglich eine starke Wettbewerbsverzerrung und stellt auch die Situation beim Arzt, so wie wir sie kennen, gewissermaßen auf den Kopf. Ja, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Ich weiß nicht, ob das die richtige Darstellung ist. War ein Werbecoup, ich meine von der Sanity Group. Ist es auf jeden Fall eine Menge Medizinalcannabis, in dem die Frau da badet. Das ist auch nicht für gewöhnlich die gute Darstellung für ein Medikament. Ich, der in Hydromorphonen
Pillen badet, ich weiß es nicht. Ja, das ist jetzt gar nicht der Medizinalbereich, das ist sozusagen der Konsumentenbereich. Mary Jane, Unternehmen aus der Schweiz. Aber auch diese Darstellung, die erleben wir auch im Medizinal-Cannabis-Bereich. Ich glaube, es gibt keinen Unterschied, was das Image angeht, zwischen 187 Straßenbande und Hatta oder Massiv. Ja. Und wir haben es eben bei dem Foto von der Mary Jane gesehen, auch sowas ist natürlich problematisch. Wie werde ich Cannabis-Patient? Hey, werd erst mal krank, für gewöhnlich, nicht wahr? Wie schön ist es, krank zu werden? Eigentlich nicht so toll. Ja, wir haben es also zu tun mit problematischen und unethischen Formen von Marketing. Und dann müssen wir uns fragen, wo hört Marketing auf und wo fängt Werbung an? Ja, wenn Subkulturen dazukommen, vor allem jugendkulturelle Subkulturen, auch wenn Hip-Hop vielleicht inzwischen im Mainstream angekommen ist und das schon sehr lange, es lebt noch von so einem Ghetto-Image, nicht wahr? Gangster-Hip-Hop. Da ist eine klare Assoziation mit Verbrechen und Cannabis war ja auch lange Zeit illegal. Vielleicht hat es was damit zu tun. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, da werden ja auch Ideen transportiert, Emotionen. Ich behaupte mal, dass Hip-Hop ziemlich marktförmig ist. Ja, die Hip-Hop-Stars, das sind keine Punker sozusagen. Da geht es um Bling-Bling, Goldkettchen, da geht es um Geld. Und insofern spielt das vielleicht auch eine Rolle, was die Werbung angeht. Ja, es werden unter Umständen Wünsche geweckt, ja, den Patientenstatus zu erlangen. Das verwässert leider unsere ganze Debatte. Das ist nochmal massiv, dass eben die Bilder, die stammen aus einem Video einer deutschen Apotheke, eines deutschen Apothekers. Er ist aber auch bei GrowMotion in der Schweiz. Könnt ihr euch noch an Juicy Fields erinnern? Ja, genau. Mich erinnert das, was ich da sehe, erstmal an Juicy Fields. So. Ein Kryptomodell, beteilige dich, investiere und du bekommst was zurück. Genau. Ob das gut ist, ob dabei was rumkommt, ich finde nicht. Es ist eine Vermischung irgendwie auch wieder. Ja. Und wir gehen über zu Micha. Gibt es Fragen bis hierhin? Ja. Kurze Ergänzung für diejenigen, die keine Juristen sind. HWG steht für Heilmittelwerbegesetz. Das ist, was Gero eben vorgetragen hat. Da sind halt wesentliche Beschränkungen und Regelungen für die Werbung im Medizinalbereich definiert. Nun, ich darf hier ein bisschen fortfahren mit den Impulsen. Hier Thema Kryptoanlagen, Crowing, Crowdinvestment, Juicy Fields. Mal kurzes Handzeichen, wer kennt Juicy Fields noch? Ja, das sind fast alle. Juicy Fields ist der größte Betrugsfall in der Geschichte ja, der Cannabisbranche. Also über 645 Millionen Euro Schaden, wahrscheinlich deutlich mehr. Ausstiegsbetrug mit Ponzi-Schema bedeutet, es wurde so getan, als ob man ein großes Cannabis-Business am Laufen hätte und hat sehr viel Gelder eingesammelt, hat auch erstmal dicke Gewinne ausgezahlt. Deswegen haben Leute noch mehr investiert, vermeintlich investiert, Geld reingesteckt und irgendwann waren die Menschen dahinter, wahrscheinlich vermute mal Männer dahinter, dann mit dem ganzen Geld weg. Die erste Online-Kritik dazu habe ich mal ein bisschen nachgeforscht, wann kam so die erste Kritik daran auf und da wurde mir ein Foreneintrag zugespielt, wo einer schon im Juni 2020 gesagt hat, dass er Anzeige erstattet hat und dass der BaFin, also der Bundesaufsichtsanstalt für Finanzdienstleistungen, gemeldet hat. Die BaFin warnte erstmals im März 2022 davor, nachdem sie auch schon mindestens ein halbes Jahr vorher von Journalisten, unter anderem von Michael Knoth, darauf angesprochen worden ist und bezeichnete ihr Vorgehen sinngemäß als schnell. Wer sich ein bisschen näher zu dem Ganzen interessiert, den empfehle ich den Podcast Cannabis Cowboys. Die gehen da sehr ausführlich drauf ein. Letztendlich ist es ja auch wichtig, hier ein bisschen die Breite der Problematik darzustellen. Und hier seht ihr ein paar weitere Firmen. Vielleicht kennt ihr die ein oder andere vom Namen her, vielleicht aber auch nicht mehr oder gar nicht, weil ich sag mal, das sind auch alles Firmen, die im Bereich Geldanlage mit Cannabis geworben haben und die es jetzt nicht mehr gibt. Und
Renditeversprechen waren teilweise bei 40-50%. Und wenn man im Detail gelesen hat, konnte man auch nachvollziehen, Totalverlust ist möglich. Und den haben auch nicht wenige Menschen leider erfahren müssen. Nun, ein weiteres Krypto-Geldanlageangebot, was jetzt aktuell auf dem Markt ist, ist von der Deutschen Anbaugesellschaft. Das ist eine Firma, die war letztes Jahr schon prominent in der Tagesschau, weil die eine sehr große Anlage bauen. Man sieht sie hier im Hintergrund, ist ein aktueller Auszug von deren Internetseite, war noch jetzt auf der Mary Jane-Messe präsent. Und die sagen, das soll eine Anbauanlage sozusagen werden für Social Clubs, nein, man muss jetzt sagen Anbauvereinigungen, ne? Und also da muss man sich schon fragen, sieht so gemeinschaftlicher Eigenanbau aus? Ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Leute in einem abgelegenen Ort bei Anklam in Mecklenburg-Vorpommern fahren, um dort in der Halle an ihrem gemeinschaftlichen Cannabis-Eigenanbau mitwirken? Es sieht halt eher nach einer industriellen Großproduktion aus. Und das sind natürlich Bilder, die haben eine Wirkung. Und das ist nicht das, was die Politik intendiert hat mit der Säule 1, mit den Anbauvereinigungen. Und dementsprechend ist eine Frage, es gab ja Verschärfungen beim Cannabisgesetz. Ne? Ihr habt es alle mitbekriegt, wir haben gezittert, wird der Vermittlungsausschuss angerufen oder nicht. Letztendlich hat Karl Lauterbach, unser Bundesgesundheitsminister, eine Protokollerklärung angekündigt, dass es Verschärfungen gibt. Die Verschärfungen wurden mittlerweile beschlossen. Und zwei der Bundesländer, die das am stärksten getrieben haben, sind Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Genau die Orte, wo diese Firma ihren Sitz hat. Ja, hier kurz noch, der Deutsche Cannabis-Token ist eine Geldanlage, mit der geworben wird. Auch hier muss man sagen, ist natürlich wieder ein Totalverlust möglich. Und rechts oben sieht man das frühere Logo der Deutschen Anbaugesellschaft. Das macht natürlich so, könnte den einen oder anderen an eine offizielle Behörde erinnern. Und insofern, es könnte es möglicherweise einen Markenrechtsverstoß dargestellt haben. Deswegen wundert es mich nicht, dass mittlerweile das Logo von denen anders aussieht. Weitere Geldanlagemöglichkeit, kurioserweise, wird in einem Video auch ein CSC-Mitgliedschaft entsprechend dargestellt. Ich rufe das Video gerne mal entsprechend auf. Diese Anmeldegebühr ist gut investiertes Geld, denn sind die Clubs erst einmal gefüllt, steigt der Wert seiner Mitgliedschaft womöglich um ein Vielfaches, da es in seiner Stadt garantiert keinen zweiten CCC geben wird. Bis der Club nach allen gesetzlichen Bestimmungen mit der offiziellen Arbeit beginnt, wird dieses Geld auf einem separaten Konto geparkt. Auch da muss man sich natürlich fragen, war das so von der Politik gewünscht? Ich denke definitiv nicht. Cannabis-Anbauvereinigungen sollen ja nicht kommerziell sein und Geldanlageangebote müssen regulär auch bei der BaFin angemeldet werden. Da besteht eine Prospektpflicht. Prospektpflicht ist auch genau das Thema, mit dem die BaFin sozusagen auch an Juicy Fields nachher ran konnte. Anderes Thema. Hanfsamenöl aus der Apotheke. Rubax Cannabisöl, kurzes Handzeichen, wer kennt das Produkt? Ja, es ist ein, würde ich sagen, noch nicht die Hälfte. Das ist ein Produkt, das wurde vor einigen Jahren sehr stark beworben. Also es war überall in den Gratiszeitschriften deutschlandweit mehrfach verteilt. Und so kam es vor, dass Leute, die sich sonst gar nicht mit Cannabis beschäftigen, gerade ältere Menschen, die vorwiegend vielleicht solche Zeitschriften lesen, auch sowas wie Einkauf Aktuell und so weiter, dass die darauf aufmerksam geworden sind. Und dieses Produkt hat, wie soll ich sagen, hochprofessionelle Werbetexte gehabt, so nach dem Motto, Cannabis hilft bei vielen Einsatzzwecken. Achten Sie auf Qualität, das hier ist ein Qualitätsprodukt. Wenn man sich aber mal anschaut, was ist drin, wir haben de facto ein Hanfsamenöl mit Vitaminzusatz. Da ist kein nennenswerter CBD-Anteil drin, kein nennenswerter THC-Anteil drin. Das heißt, da muss sich die Frage stellen, wie groß ist der Unterschied zwischen diesem Produkt und einem Salatöl? Ein wesentlicher Punkt ist, die Vermarktungsart. Ne? In einem kleinen Fläschchen sieht aus wie ein CBD-Öl. Es hat eine PZN, also eine Pharmazentralnummer, eine Vermarktungsnummer für die Apotheke, wird dort um die 40 Euro verkauft für 10 Milliliter. Das heißt, wir haben hier einen Literpreis von etwa 4.000 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also während man sonst eine Flasche, ich glaube, es sind 250 Milliliter für 8 Euro bekommt. Also es ist halt schon ein Vielfaches des normalen Preises für ein Hanfsamenöl. Die Firma hat wahrscheinlich sehr viel Geld damit gemacht, hat lange Zeit damit geworben, Produkt Nummer 1.
Und man muss sich natürlich fragen, was hat das für eine Auswirkung? Mir haben mehrere alte Leute gesagt, Cannabis, ich habe es probiert, hat nicht geholfen. Die haben solche Anzeigen gesehen, haben sich schon, man konnte sich einen Coupon ausschneiden, damit man auch genau das entsprechende Produkt bestellt. Und natürlich, welche Wirkung sollen die spüren? Also Hanfsamenöl ist natürlich ein gesundes Produkt, sind Omega-3, Omega-6-Fettsäuren drin, aber sind halt nicht die Wirkstoffe drin, wie man sie im medizinischen Cannabis vorfinden kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es viele Hoffnungen enttäuscht hat. Und da muss man sich halt auch fragen, inwiefern ist sowas gerechtfertigt. Ich habe hier ein Bild, das ist ein Ausschnitt von vom Portal lebensmittelklarheit.de. Lebensmittelklarheit.de ist ein Portal der Verbraucherzentrale, da kann jeder Mensch Produkte melden, kritisieren und die prüfen das, nehmen dazu Stellung. Und so hat die Verbraucherzentrale hierzu gesagt, es steckt da drin Speiseöl aus Hanfsamen und kein CBD-Öl. Aus Sicht von Lebensmittelklarheit wird durch die Angebotsform nach wie vor nicht deutlich, dass es sich nur um ein Speiseöl mit Vitaminzusatz handelt, das als Nahrungsergänzungsmittel verkauft wird. Das Thema wurde auch mal vom Deutschen Hanfverband München mit einem April-Scherz kritisch aufgegriffen. Der fand dann auch in der Apotheke ad hoc, also so einem Online-Fachportal, wurde dieser April-Scherz hart kritisiert. Kann man natürlich sagen, schön, wenn es kritischen Journalismus gibt, aber überraschend ist für mich, dass die das Produkt überhaupt nicht kritisiert haben. Stattdessen wurden dann die Unternehmensleute zitiert, so nach dem Motto, ja, Rubax ist eine Qualitätsmarke und Unverschämtheit, wie das hier kritisiert wird, wie es hier angegriffen wird. Ne? Und ein Produkt der Firma Pharma SGP aus Gräfelfing bei München. So, dann Packungsdesigns. Ja, hier haben wir Lebensmittel, die kein THC enthalten, die aber durch ihr Packungsdesign einen anderen Eindruck erwecken könnten. Wir haben hier die Cannabisblätter, es steht vielleicht noch CBD drauf, eine Bong, die roten Augen, es wird extra noch von Hai gesprochen, hier auch nochmal die roten Augen, rauchende Cannabisblüten mit Kappe. Naja, und die anderen Kekse heißen dann sogar noch Haschisch. Und da muss man sich fragen, ich sag mal so, es gibt auch teilweise schwierige Diskussionen bei Hanflebensmitteln über wie viel THC darf da drin sein. Und es geht über diese 0,2-0,3% Thematik hinaus. Und da ist natürlich wichtig, dass wir da eine Versachlichung erreichen. Und dann muss man sich fragen, wenn es dann solche Produkte gibt oder solche Produktdesigns, trägt das zu einer Versachlichung bei? Ich denke, es trägt eher dazu bei, dass Verbraucher besorgt sind und solche Produkte sehen und sich vielleicht an Behörden oder Politiker wenden, so nach dem Motto, warum wird das hier verkauft? Was soll das? Machen Sie mal was dagegen. Ja? Also wäre zumindest meine Sorge, ich bin natürlich gerne auf eure Diskussionsbeiträge gleich dazu gespannt. Ja, last but not least, Messeauftritte. Hier top aktuelle Bilder einer kürzlich stattgefundenen Cannabis-Messe. Wie man sieht, gab es dort offene Angebote für Magic Mushrooms. Hier THC, HHC, H4-CBD, CBO ist es, glaube ich, and many more. Oder hier auch an einem Stand, direkt am Messestand, aus THC-Ausrufezeichen und Gratisproben. Sollen sehr lecker gewesen sein, habe ich gehört. Aber letztendlich weiß man wirklich, was drin ist. Ne? Und zuletzt THC-Vapes, die wurden dann im Außenbereich angeboten. Also das heißt, sowohl an den Ständen als auch außen an der Messe gab es THC-Produkte, andere Cannabinoide, sei es jetzt illegal oder nicht, illegal oder legal. Man hat halt keine richtige Gewährleistung, was drin ist. Tatsächlich Inhaltsstoffe sind fraglich. Und es gab allein auf dem ersten Messetag über 20 Krankenwageneinsätze. Das könnte möglicherweise damit im Zusammenhang gestanden haben. So, ja, vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit zu unseren Impulsvorträgen. Wir steigen gleich in die Diskussion ein. Bevor wir zur Diskussion kommen, gibt es erstmal sachliche, inhaltliche Fragen zu den bisherigen Impulsvorträgen. Hi, Patrick Wieder mein Name. Und zwar, ich wollte noch mal kurz auf diese Öle zurückkommen. Ich finde das ganz interessant, weil vor ein paar Jahren hatte ich die Naturburschen interviewt, die selber auch CBD-Öle herstellen. Und da sind wir dann in diesem Interview, für eine wissenschaftliche Arbeit war das,
auf dieses Thema gekommen, dass der Begriff Vollspektrumöl nicht klar definiert ist. Und ja, findest du, sollte man aus diesem Grund da auch irgendwie vom Gesetz her herantreten und da irgendwelche Regelungen treffen, dass eben so eine Vermarktung erst gar nicht stattfinden darf? Ich denke, das ist eine gute Diskussionsfrage, okay, die wir gleich diskutieren können. Erstmal bitte ich um inhaltliche Sachfragen. Ja. Haben wir einmal hier hinten? Jo. Ich bin Johannes von der Ortsgruppe des Deutschen Handverbandes in Halle-Saale. Und ich hätte eine Frage zu dem Video, was du abgespielt hast. Da wurde gesagt, Cannamelion, Cannabis Social Club. Sind das die Cannamelion, die auch CBD vertrieben haben? Mit denen bin ich mal in Kontakt gekommen in Leipzig. Sind das die? Meines Wissens nach gibt es nur eine Firma Cannamelion. Okay, also die machen jetzt auch Werbung mit Cannabis Social Clubs, die sich rentieren. Das ist von Cannamelion. Also okay, weil die haben sich immer so als Opfer dargestellt. Aber die machen ja dann scheinbar shady Sachen und dann ist es ja kein Wunder, dass es passiert. Okay, nächste Frage. Alberto hier, CSC Elsenfeld, irgendwo mitten in Deutschland, ganz, ganz klein. Mich hat es nur gewundert, vielleicht habe ich es irgendwie verpasst. Wie kommen diese Krypto in dem Namen? Also was habt ihr da darüber jetzt, oder wie passt das Wort Krypto-Investment hier rein? Ja, wir hatten zum einen das Thema Krypto-Investments bei Juicyfield, zum anderen bei einigen der Firmen danach, die gezeigt worden sind, die es jetzt nicht mehr gibt. Und bei der Deutschen Anbaugesellschaft, die haben eine Kryptowährung rausgebracht. Und dann noch bei dem Beispiel von Gero, kannst gerne auf die Bühne noch kommen. Ne, das war Crow Motion, richtig? Crow Motion, genau. Genau. Ja, und Krypto wird dabei einfach genutzt, weil es ist eben eine Methode, zu berechnen, was der Investor vielleicht rausbekommt. Und ihr kennt ja auch das Image des Bitcoin. Also das war eine Zeit lang sehr begehrtes, wie soll ich sagen, wie eine Aktie sozusagen. Es wurde eine Zeit lang klar gemacht, ey Leute, wenn ihr jetzt noch kein Bitcoin gekauft habt, dann seid ihr doof. Und dasselbe haben wir da gerade gesehen. Das war eine digitale Währung. Ihr habt ja auch die Münze gesehen, dieselbe Aufmachung. Ja, es finden sich immer Leute. Ich will jetzt auch gar nicht sagen dumme. Das ist genauso wie bei dem Rubax-Öl. Ja. Weitere Sachfragen zu den bisherigen Impulsvorträgen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich jetzt gerne so die Diskussion ein bisschen öffnen. Also wir haben ja jetzt zwei Beispiele gezeigt. Danke Gero auch nochmal. Und welche weiteren problematischen Fälle sind euch denn noch bekannt? Hat euch hier etwas gefehlt? Firmen oder Handlungsweisen in der Cannabiswirtschaft, die hier noch zu erwähnen wären? Ja, einmal da hinten bitte. Hallo, ich bin's nochmal. Ich denke, morgen wird auch nochmal drauf zu sprechen kommen, werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen, aber diese Mariana-CSCs und wie die da gewisse Sachen gehandhabt haben. Ne? Also das ist das, was ich jetzt noch kenne, was auch medial da draußen war. Danke. Weitere Fälle? Also ich bin, hallo, Sean aus Münster. Ich bin vor ein paar Tagen auf Twitter auf jemanden gestoßen, der hat einen Kumpel, der eine Firma gegründet hat, die nennt sich Biosense Investment, glaube ich, hat ihren Sitz in Münster und Duisburg und die werben damit, dass sie für CSC-Kleinunternehmen Flächen vermieten, dann würden dann die Angestellten Cannabis anbauen, Bartender, und das alles dann vollständig aus der Hand des Konsumenten geben. Und es wird alles von Dritten quasi angeboten. Und die treten ja sehr selbstbewusst auf, machen Werbungen, laden ein und verkaufen, wie gesagt, so größere Slots für. Ich glaube, das Abenteuerlichste war, was war das, 850 Euro für garantierte 150 Gramm Ernte. Und da frage ich mich, wie geht das? Also der hat sein Gewerbe angemeldet, habe ich gesehen, die Papiere, er lädt ein zu Betriebsbesichtigungen, hat angeblich schon, also ich habe Videos davon gesehen, zig Zelte mit potenten Blüten angeblich und meint, er hätte eine Ausnahmegenehmigung vom Bürgermeister. Also schon sehr, sehr abenteuerlich alles. Sehr interessant. Ja. Gibt es weitere Beispiele, weitere Fälle, die euch wichtig sind zu thematisieren?
Das scheint nicht der Fall. Eine Thematik könnte man dann vielleicht aus München einmal anbringen. Mhm. Es gab ja, du hast es schon erwähnt, damals den schlechtesten April-Scherz der Welt, wörtliches Zitat von Apotheke ad hoc. Ich sage nur soweit, die Staatsanwaltschaft München 1 bat um Rückruf, war aber nur die Pressestelle am Ende. Es gibt ja in der Nähe von München, in Ismaning, was vielleicht einige mitbekommen haben werden, einen Cannabisladen, in dem man bisher, glaube ich, Speiseöle etc., Duschgel, sowas kaufen kann, der geplant war als ein großer Anbauverein. Und dieser sollte jetzt verhindert werden durch die Stadt Ismaning, indem die einfach einen Spielplatz in Anführungszeichen errichtet haben in der Nähe, um eben zu sagen, ja, da ist ja ein Spielplatz, da können wir aufgrund der Abstandsregelung keine Anbauvereinigung machen. Ich weiß nicht, ist dir bekannt bei solchen und ähnlichen Vorhaben, ob im Vorhinein vielleicht irgendwie Erwartungen bei möglichen potenziellen künftigen Anbauvereinigungen schon geweckt wurden im Marketing, in der Aufmachung, dass man jetzt hier eigentlich eine sichere Bank hätte und da kommt ja ab dem 1. Juli auf jeden Fall eine Anbauvereinigung, wo man sich vielleicht noch fragen muss, naja, ist das Konzept so sicher? Also erstmal, ich glaube, es war in Aschheim, oder? Aschheim bei Ismaning, Entschuldigung, genau, ja. Alles klar, weil es gab ja auch so Wortspiele Aschheim, Haschheim. Ja, also ich denke, klar, so Erwartungen wurden vielfältiger Art und Weise geweckt, beziehungsweise haben Leute selbst entwickelt. Und ich glaube, es ist halt auch jetzt sehr spannend, wie regional unterschiedlich damit umgegangen wird. Ne? Wir haben ja zum einen eine Regelung auf Bundeslandsebene, dass da sehr positiv formuliert, flexibel mit umgegangen werden kann. Diese Flexibilität macht es aber natürlich schwieriger sozusagen zu vergleichen und noch sind viele Regelungen ja noch gar nicht fix, aber das wird, denke ich, in anderen Panels hier jetzt noch ausgiebiger behandelt. Gut, wenn es keine weiteren problematischen Fälle gibt, die ihr thematisieren wollt, dann würde ich jetzt mal die Frage in den Raum stellen, wozu das führen kann. Also die Fälle, die jetzt besprochen worden sind, was gezeigt worden sind, natürlich kann es möglicherweise zu Konsequenzen für die einzelnen Leute führen. Also gerade bei Juicy Feeds gab es zum Beispiel eine größere Razzia, da gab es Festnahmen, Ähnliches. Vielleicht gab es auch gewisse Kontrollen, Strafen etc. Aber jetzt mal auf die gesamte Branche bedacht, also weniger auf die einzelnen Personen. Denkt ihr, Was könnte passieren? Könnte es beispielsweise zu strengeren Gesetzen führen? Seht ihr das so? Was ist eure Meinung? Also ich glaube, dass wir gerade bei diesem Thema Telemedizin und Medical-Werbung, dass wir gerade noch in so einem Bereich sind, wo die Konsequenz einer Werbemaßnahme, illegale Werbemaßnahme wahrscheinlich in den meisten Fällen, sogar dazu führt, dass, ich sag mal, die Konkurrenz Hemmungen verliert, ähnliche Werbung zu machen. Das heißt, wir sind aktuell in einem Prozess, wo die sich sogar hochschaukeln, in einem Bereich, wo ich mich frage, ab wann rollen denn da die ersten Köpfe, damit die Leute überhaupt mal wissen, was ist Rechtspraxis und nicht. Also langfristig sehe ich auch große Probleme mit Verschärfungen. Aktuell habe ich das Gefühl, die pushen sich gegenseitig nach oben. Mhm. Ja, genau. Also es traut sich immer jemand ein Stück weiter aus dem Schützengraben. So ungefähr ist das. Und so ist das eigentlich seit Jahren. Und ich habe es eben schon mal gesagt, der Ehrliche ist eigentlich immer der Dumme. Als wirtschaftliches Unternehmen ist man Sachzwängen unterworfen. Es ist traurig, wenn das Ganze so weitergeht. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Und es wäre vielleicht auch eine Sache von Verbänden zum Beispiel, Wirtschaftsverbände etc. dagegen zu steuern. Ist wahrscheinlich die Frage, inwieweit, woher sollen denn die strengeren Regelungen kommen? Bis jetzt passiert ja leider auch nichts. Insofern, entweder man verpflichtet sich selbst, könnte ich mir vorstellen, oder man wird verpflichtet. Ganz hinten gab es eine Meldung. Wo bitte noch einmal aufzeigen? Da. Ja, ich wollte auch nur noch mal ergänzen, das ist auch Futter für die CDU, ne? Und genau, muss man so stehen lassen. Danke. Das war ein knackiges Statement. Ja. Dann geht's hier vorne weiter. Ja, hallo Erik, mein Name. Ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass der Ruf von Cannabispatienten im Allgemeinen auch noch drunter leiden kann, wenn man zum Beispiel nochmal auf diese Thematik zurückführt, dass man Rezepte sehr günstig auf Messen verteilt, wie Süßigkeit, sage ich teilweise schon. Da habe ich auch die Sorge, dass gerade das Thema Stigmatisierung auch im Befall, wenn Betroffene, die ein Rezept benötigen aufgrund der Erkrankung, dann entsprechend einen noch härteren Weg haben, dieses Rezept zu bekommen, einfach
weil es so dargestellt wird, als könnte sich jeder, der einfach nur zum Genuss das irgendwie finanziert bekommen will, sich dann da günstig ein Rezept besorgen. Das ist auch so ein Gedanke, der mir dabei durch den Kopf geht. Ja. Direkt dazu eine kleine Ergänzung. Gestern in dem Politiker-Talk hat ja auch Dirk Heidenblut angesprochen, dass aktuell, wenn es darum geht, diesen Kassenvorbehalt zu kippen, dass die, also er hat es nicht so gesagt, aber ich habe es so verstanden, dass die aktuelle Telemedizin-Geschichte macht es schwieriger, weil es ja dann bedeuten würde, dass halt auch die Leute, die zum Mary Jane gehen und werd mal schnell Patient, dass die auch automatisch alles erstattet bekommen. Also dass die Debatte erschwert und das tut mir natürlich für die Patienten, die, ja, eben wurde es in einem anderen Kontext auch gesagt, Krankheit macht arm. Das heißt, gerade Menschen, die wirklich stark betroffen sind, die haben es dadurch natürlich besonders schwierig. Deshalb nur als kleine Ergänzung, was auch zur Problematik mit dazugehört. Aber ich denke mir, es ist doch so viel Cannabis bald auf dem Markt, oder wenn man da nach Kanada denkt, die ja jetzt mit der Produktion langsam wieder runterfahren, also nicht nur langsam, sondern ziemlich runterfahren sogar. Die Krankenkassen, die könnten doch Tarife aushandeln mit den Herstellern. Also das kostet doch nichts. Was soll das denn, diese ganze Diskussion? Das Cannabis ist da und es kann auch an Patienten weitergegeben werden. Danke. Dann hätte ich selbst eine Wortmeldung dazu. Ich habe mich auch noch gar nicht vorgestellt. Hallo, ich bin Clemens, ich bin Sprecher der Ortsgruppe in München. Micha ist mein Amtsvorgänger. Als Gründer der Ortsgruppe hat er mich in den Aktivismus gebracht. Deswegen sehr schön, dass du diese Session heute hältst. Wir haben uns bisher sehr auf das Thema medizinisches Cannabis, insbesondere bei diesen Nachteilen, fokussiert. Aber das Cannabisgesetz hat ja auch für den Nutzhanf eigentlich Potenzial gehabt, dass wir endlich Cannabis normal, eben Hanf, einfach als ganz normales landwirtschaftliches Produkt betrachten könnten. Aber wir haben ja immer noch die Schwierigkeit, normale Läden, die kein potentes Rauschcannabis in dem Sinne verkaufen, werden regelmäßig von der Polizei besucht, kriegen ihr Inventar beschlagnahmt, kriegen Razzien, es gibt Anklagen. Es gibt immer noch große Schwierigkeiten, auch im Industriehanfbereich wirklich problemlos das Gewerbe auszuführen. Vielleicht dann die Frage einmal an dich. Du sitzt beim Branchenverband der Cannabiswirtschaft natürlich auch am Quell der Information. Was ist denn so in dem Bereich Industriehanf vielleicht an Nachteilen aktuell eigentlich noch zu spüren, die schon längst hätten überkommen werden können? Oder vielleicht siehst du mit dem Medizin-Thema auch eine Verknüpfung, dass ein schlechtes Image vielleicht im Bereich der Medizin auch dazu führen könnte, dass beim Nutzhanf die Rauschklausel zum Beispiel eben doch wieder kritischer betrachtet wird von der Politik? Also erstmal Thema Rauschklausel, absolut richtiger Punkt. Das ist sozusagen das größte Problem, was wir aktuell weiterhin haben im Industriehanfbereich, dass man wegen der theoretischen Möglichkeit, dass man sich die Restwerte an THC anhäuft, sich und damit einen Rausch verschaffen könnte. Wäre viel zu aufwendig, macht kein Mensch. Aber bei Cannabis ist das komischerweise immer noch strafbar. Bei anderen Substanzen kennt man das so nicht. Da hat ja inzwischen der Bundeslandwirtschaftsminister Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, zugesagt, dass die Rauschklausel fallen soll. Da warten wir jetzt noch auf das entsprechende Gesetz. Ich hoffe, dass es sehr bald kommen wird. Das ist jetzt erstmal der allerwichtigste Punkt, den wir beim Industriehanf haben. Diesen Punkt, dass durch die Medizinal-Cannabis-Diskussion etwas bei Industriehanf negativ aufkommt, habe ich bisher so noch nicht wahrgenommen. Ne? Genau. Zur Erläuterung vielleicht einmal kurz für alle, die nicht mit der Rauschklausel bisher so gut bekannt sind. Die theoretische Idee dahinter ist, die leider wohl mehrere als sachverständig anerkannte Personen mal in Gerichtsverfahren etc. angebracht haben, dass man ja mit Hanftee zum Beispiel, also mit Nutzhanf, den man in Blütenform in jedem Bioladen eigentlich kaufen kann, ja zum Beispiel einen Tee kochen könnte und mit diesem Tee könnte man dann vielleicht Cookies backen oder was. Und weil man dann kiloweise Nutzhanf da reinbackt, könnte man vielleicht so eine geringe Dosis THC auch irgendwie reinkriegen und einen Rausch am Ende erzeugen. Ich habe von mehreren Feldstudien gehört, die jetzt nicht im wissenschaftlichen Setting abgelaufen sind, aber die trotzdem empirisch belegen, dass es eher ins Reich der absoluten Fantasie gehört, dass man von Nutzhanftee oder Nutzhanfkeksen irgendwie berauscht werden könnte. Es soll wohl nicht mal besonders gut schmecken, weil man basically nur noch kiloweise Kraut futtert.
Okay, ja. Das vielleicht einmal dazu. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, sehr gerne. Ich komme einmal außen rum. Was mich so ein bisschen irritiert, ist die ethische Bewertung der Großanbauflächen, weil wenn man sich mal anguckt, was ein CSC alles an finanzieller Aufwendung zu leisten hat, müssen wir ja auch schauen, dass wir nachher einen Grammpreis haben, der irgendwo konkurrenzfähig zum Schwarzmarktpreis ist. Und das, also ich weiß nicht, wie das da in anderen Bundesländern aussieht, ist in Berlin wirklich fast nicht möglich, wenn man sich nicht zusammentut und Großanbau macht. Klar, da ging es jetzt um eine bestimmte Firma, aber ich habe das schon öfter gehört, dass irgendwie Großanbauflächen wirklich ethisch als eher schlecht bewertet werden. Und ich frage mich, woher das kommt, wenn man sich dann quasi die aktuellen Umstände einfach anschaut. Danke. Gut. Dann da möchte Gero vielleicht kurz drauf eingehen. Ein kurzer Einwurf. Es muss gar nicht mit dem Schwarzmarkt konkurriert werden. So wie sich der medizinische Sektor inzwischen ausgearbeitet hat, muss eigentlich mit dem medizinischen Sektor konkurriert werden, würde ich fast sagen. Ja, der medizinische Sektor ist da drin. Ja, danke für die Impulse, für die Inputs. Wir haben jetzt hier, die große Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um mit den negativen Sachen, die wir in der Wirtschaftspraxis sehen? Und braucht es mehr öffentliche Kritik? Und wenn ja, von wem? Braucht es mehr Selbstverpflichtungen? Braucht es mehr behördliche Kontrollen? Brauchen wir Abmahnverbände? Brauchen wir strengere Gesetze? Oder habt ihr andere Lösungsideen? Was meint ihr? Gibt es denn Vorschläge zum Beispiel vom BVCW, was es da an Selbstverpflichtungen geben könnte? Naja, beim BVCW sind Selbstverpflichtungen, es gibt Selbstverpflichtungen im begrenzten Umfang und es sind umfassendere Selbstverpflichtungen in Vorbereitung. Das ist natürlich so ein sinnvoller erster Schritt. Aber grundsätzlich stellt sich ja auch über, ich bin jetzt nicht als BVCW-Vertreter hier, sondern vertrete sozusagen das Thema, meine eigene Position. Und es ist deswegen die Frage auch an alle hier im Raum sozusagen, was wären die sinnvollen Wege? Ne? Also Beispiel öffentliche Kritik. Bei Juicy Fields fand ich das absolut sinnvoll. Ich habe das aber mit großer Spannung wahrgenommen, wie damit umgegangen wird. Sprich, selbst als die erste Warnung von der BaFin, also der staatlichen Aufsichtsbehörde kam, ne, so nach dem Motto hier Warnung, Hinweis, es fehlt wahrscheinlich hier das Prospekt, wir haben hier einen Verdacht, dass die Sachen nicht stimmen, sowas veröffentlichen die ja nicht sofort. Die veröffentlichen das ja erst, nachdem die schon mit der Firma im Kontakt waren und schon Sachen nicht korrekt waren und so. Und dann hieß es von Juicy Fields sinngemäß, das ist ein Missverständnis. Und dann gab es super viele Leute auf YouTube und in den Kommentaren und so, ja, ach, das ist deutsche Bürokratie, die verstehen das nicht, das ist zu modern und so, typisch deutsch. Und es haben halt viele Leute bis zu dem Zeitpunkt halt relativ viel Geld damit gemacht. Und Kritiker, wie Michael Knoop beispielsweise, wurden selber dann hart angegangen. Ja, und das sieht man auf der einen Seite, ist natürlich öffentliche Kritik wichtig. Letztendlich gestoppt wurde Juicy Fields aber dann durch die Behörde, durch die BaFin, durch Kontrollen. Und die BaFin hat natürlich hier, wie gesagt, eine gewisse Zeit benötigt. Und dann ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss, brauchen die Behörden da vielleicht mehr Manpower? Brauchen die vielleicht Gesetze, dass sie mehr durchgreifen können? Weil selbst bei Geldanlagen hat die BaFin als einzigen Hebel die Prospektpflicht. Prospektpflicht heißt, wenn man ein relevantes Geldanlageangebot hat, muss man ein Prospekt bei der BaFin hinterlegen. Und die BaFin prüft das Prospekt nicht mal richtig auf Seriosität oder sowas. Das muss nur bestimmte Kriterien erfüllen. Und aber selbst diese Kriterien hat Juicy Fields nicht erfüllt bekommen. Ja, und dementsprechend, jetzt könnte man natürlich überlegen, hätten die jetzt eine bessere Rechtsberatung gehabt, hätten die vielleicht auch nur noch 15 Prospekt vorlegen können. Das wären natürlich Fachfragen, die man sich noch stellen könnte. Aber letztendlich ist die Frage, wir wollen ja im Grunde, denke ich mal, ist es in unser allem Interesse zu verhindern, dass es weiterhin, dass die Sachen, die Probleme, die noch andauern, dass die sozusagen zukünftig nicht mehr vorkommen und auch, dass die negativen Sachen, die schon passiert sind, sich nicht wiederholen. Weil es ist natürlich einfach, einzelne Personen oder Firmen zu kritisieren für ihr Verhalten, aber das ändert ja dann erstmal die Rahmenbedingungen nicht. Ja, und dementsprechend ist die Frage, braucht es andere Gesetze, gesetzliche Rahmenbedingungen oder reichen da vielleicht schon Selbstverpflichtungen aus?
Wobei Selbstverpflichtung, selbst wenn jetzt ein Verband wie der BVCW, der ACM, BPC und so weiter, selbst wenn diese Verbände Selbstverpflichtungserklärungen machen, dann gelten die ja nur für die eigenen Mitglieder. Und wenn sich eine Firma hinstellt und sagt, ja, ich spare mir das Geld für den Verband, mache einfach, was ich will und Dreisheit siegt und setze auf maximales Einkommen, dann ist das zu Lasten der anderen, weil wenn strengere Gesetze kommen, müssen sich da alle dran halten. Und deswegen ist natürlich die Frage, was wäre da ein guter Weg? Beispiel Abmahnverbände. Ne? Persönlich habe ich den Eindruck, dass Abmahnungen als etwas nicht so Cooles wahrgenommen werden. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so der Punkt, Abmahnungen sind halt eine Möglichkeit, wie die Wirtschaft in ihrem eigenen Sektor sozusagen Sachen regeln kann und dazu beitragen kann, dass Gesetze eingehalten werden, ohne dass man nach dem Staat rufen muss, dass man nach mehr Kontrollen oder härteren Gesetzen rufen muss. Deswegen wäre meine Frage, ist vielleicht doch eine gute Sache? Gut. Ich hätte keine Frage, sondern noch einen Zusatz zu dem Ganzen. Ich glaube, wir brauchen als, ich sag mal, Hanfszene auch ein anderes Selbstverständnis, um ein bisschen in eine, sage ich mal jetzt, in eine legale Ebene hereinzukommen und auch in eine Ebene, wo wir uns mit anderen seriösen Akteuren auch messen können. Und ich glaube, also worauf ich hinaus will, wir wurden über lange Zeit mit einfach Falschaussagen konfrontiert, was die Konsumenten und was Cannabis angeht. Und da hat sich, glaube ich, eine große Menge an Leuten angewöhnt, einfach gar nichts mehr zu glauben und dann eher dem nachzugehen, was sie vielleicht so als eigene Erfahrung gemacht haben oder so. Und ich glaube, wenn wir das als große Szene schaffen, und da ist ja der Deutsche Hanfverband und die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin und so weiter, sind das ja alles die Akteure, die es da braucht. Ich glaube, das wollte ich sagen, ich glaube, dass das der Weg ist, den wir weitergehen müssen. Danke. Hier vorne gab es eine Meldung. Ja, zwei Sachen wollte ich sagen. Also einmal denke ich, dass es menschlich ist, schon immer über die ganze Geschichte hinweg, dass es gierige Menschen gibt, die irgendwie dann eine Chance sehen, mit irgendwas Geld zu machen und das erstmal quasi zu verstehen, dass es das immer gab und geben wird, leider. Und zweites Ding, was ich dazu sagen wollte, was damit so ein bisschen zusammenhängt, glaube ich, dass auch jeder in der Community in einer gewissen Verantwortung stehen kann, jetzt durch eine Veranstaltung wie hier, durch Informationen und auch Austausch darüber, dann eventuell suggestiblere Gruppen oder junge Leute so ein bisschen darüber aufzuklären, dass man nicht zum Beispiel mit so fancy Verpackungen, mit so Keksen und so weiter, dass man nicht unbedingt damit einverstanden ist, damit auch so ein Verständnis geteilt werden kann. Ich glaube, das wäre auch, vielleicht passt das so ein bisschen zum Punkt Selbstverpflichtung, ja, einfach, dass ein Austausch bestehen bleibt. Ja, danke sehr. Das Problem dabei ist ja nur, dass wir als Cannabis Social Clubs ja überhaupt gar nicht die Jugendlichen, die dann von sowas betroffen sind, leider aufklären dürfen. Ja. Ja, und zu dem Thema wollte ich noch sagen, also ich denke schon, also dass ich jetzt auf jeden Fall auch keine konkrete Antwort auf sein komplexes Problem habe, aber es fühlt sich auch so ein bisschen an, als wären diese Fragen, die da gestellt werden, auch auf der Folie, alles schon irgendwie teilweise die Antwort. Ich denke, auf jeden Fall, solange Problematiken da sind, macht es Sinn, laut die Kritik öffentlich darzustellen, um halt zu zeigen, wo die Problematik darstellt, um halt auch Konzerne eventuell in diese Selbstverpflichtung zu bringen, sich zu kontrollieren mit einer externen Instanz, die das dann auch noch beobachtet, um halt entsprechend am Ende vielleicht sogar eine Art Gesetzesänderung zu erwirken, die halt missbräuchliches Verhalten in Bezug auf solche in der genannten Problematik jetzt nochmal vernünftig zu lösen, sag ich jetzt mal. Danke, das war ein vernünftiger Satz. Ja, hallo, ich bin Pitch, komme aus dem Ruhrgebiet. Ja, eigentlich egal. Das Ding ist, das sind jetzt alles Ansätze, die irgendwie auf Befürchtungen eingehen von Dingen, die kommen können. Verständlicherweise bei diesem aggressiven Marketing, was da oft hintersteht und in Finanzinteressen.
Aber das ist halt alles im Endeffekt reagierend. Ich bin so ein Freund von proaktiv denken und diesen negativen Einflüssen, die kommen könnten, statt darauf, die zu verhindern und Co., das ist natürlich nötig. Achso, ist natürlich nötig. Aber vor allem was Positives entgegenzusetzen. Also beispielsweise zu sagen, es gibt jetzt beispielsweise viele Pioniere und ein paar, die es einfach richtig machen und auch im Interesse der Community, ich glaube sowohl der Patienten als auch der Konsumenten einfach. Und vielleicht diese Leute auch supporten, die ordentlich zu dokumentieren, was da passiert und wie es richtig passiert. Und das möglichst über verschiedenste Zweige der Communities breit zu verteilen und möglichst medial gut zu positionieren. Und ich denke, dass das einfach wirkmächtiger ist, als ein reines Reagieren auf negative Einflüsse, die abzuwehren, halt auch was anderes entgegenzusetzen, auf die Waagschale zu legen in der Abwägung für Leute, wie die mitkriegen, wie läuft das. Und wenn das gut läuft, ist das halt auch einfach Gold wert im Sinne von Entstigmatisierung. Danke. War nur eine Idee, das kann man vielleicht einfach statt diesen Vorschlägen noch dazu schreiben, was Positives im Gegensatz. Danke. Ich denke, was wir hier auch ganz gut sehen, diese durchaus kritikwürdigen Fälle, die wir jetzt hier sehen und die Möglichkeiten, die wir vielleicht brauchen, um in Zukunft damit umzugehen, sind ja eigentlich genau wie bei der Cannabis-Prohibition eigentlich auch wieder ein Mismatch von Angebot, Nachfrage und Gesetzeslage. Uns wurde im Koalitionsvertrag ja eine Cannabis-Legalisierung in Aussicht gestellt. Und dafür sind wir ja, denke ich, alle hier bei der Konferenz. Das ist unser aller Ziel. Und was haben wir jetzt? Eine Teilentkriminalisierung, teilweise eine Schlechterstellung von Cannabiskonsumentinnen. Wir haben neue Konsumverbote, die gab es früher nicht. Früher war Konsum straffrei. Jetzt gibt es Zonen, in denen Cannabiskonsum verboten ist und strafbewehrt ist. Es gibt also de facto durch das Cannabisgesetz jetzt auch Verschlechterungen und insbesondere es gibt eben keine kommerzielle Möglichkeit, die legalisiert wurde oder entkriminalisiert wurde. Insofern, es gibt viele Leute, die möchten gerne auch einfach, naja, industriellen Großgrow vielleicht entweder betreiben, natürlich auch kaufen. Ich möchte auch im Supermarkt, also wenn ich einen Schokoriegel kaufe, weiß ich auch, kommt der aus der großen Fabrik und nicht immer aus der Manufaktur. Habe ich auch kein Problem damit. Insofern, warum sollte es beim Cannabis groß anders sein? Nur eben, jetzt haben wir eben die Möglichkeit nicht, um solche legalen Unternehmungen wirklich auf KonsumentInnen zu fokussieren. Und deswegen ist es natürlich auch irgendwie klar, es ist quasi eine Schwarzmarkterscheinung, dass wir sowas wie Juicy Fields so groß haben, weil viele Leute gerne solche Angebote legal nutzen würden, sowas gerne irgendwie ja hätten vielleicht. Aber naja, da wo sich irgendwie Gesetzeslücken auftun, die man ausnutzen kann, da werden sich halt im Zweifel vielleicht auch Leute finden, die möglicherweise zwielichtige Angebote unterbreiten. Und ich denke, da müssen wir einfach auch alle weiterhin natürlich nur nicht nur eine Symptombehandlung machen, vielleicht mit Selbstverpflichtung, sondern auch eindeutig an der Ursache weiterarbeiten, nämlich dass Cannabis immer noch nicht normal ist. Danke. Wobei du gerade sagtest, Juicy Fields, da bestand ein Bedarf danach. Also Juicy Fields, da ging es ja vor allem um vermeintliche Geldanlage und Geldanlageangebote, da gab es und gibt es durchaus seriösere. Es gibt beispielsweise Aktiengesellschaften, da hat man natürlich auch ein Verlustrisiko, aber kein Totalverlustrisiko in der Regel. Ne? Also dementsprechend macht es durchaus Sinn, bevor man irgendwo Geld reinsteckt, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und wenn Renditen von über 40% versprochen werden, dass man dann besonders skeptisch ist oder es am besten gleich sein lässt. Ne? Genau. Wir haben noch gut Zeit, ungefähr eine halbe Stunde für die Diskussion. Mhm. Hast du noch weitere Impulspunkte? Oder? Also Impuls war ja ganz am Anfang. Das hier waren jetzt so die Hauptfragen, der Kern sozusagen unserer Veranstaltung. Erstmal natürlich die Frage, ganz wichtig ist natürlich euer Input. Habt ihr zu diesen Fragestellungen, was es braucht, habt ihr da noch Meinungen, Vorstellungen, Kommentare, Fragen? Gero. Ich mag mal kurz meine Meinung dazu geben. Ja, wir brauchen viel Kritik. Es ist immer die Frage, wie öffentlich die sein muss. Sie sollte natürlich den Adressaten erreichen. Und man sollte vielleicht auch darauf achten, dass man sich selbst keinen Bärendienst erweist. Also ich spreche ja auch viel über die durch unlauteres Marketing möglicherweise angestoßene Pseudopatientendebatte. Aber ich muss mich davor hüten, dass ich die Behauptung aufbringen, dass jetzt ganz viele Lifestyle-Konsumenten ohne eine Diagnose zu haben mit einem Rezept rumlaufen. Damit schneide ich mir ins eigene Fleisch. Und ich weiß, es gibt einen sehr hohen niedrigschwelligen Bedarf.
ist es sehr gut, wenn man die Kritik auch intern vielleicht an die richtigen Leute richtet. Die Verbände und so weiter sind da auf jeden Fall gefragt. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, das ist jetzt schon sehr lange her, ich glaube bald 20 Jahre, da gab es diese Pilzduftkissen in Headshops. Manche haben die angeboten in einer Kleinstadt, was dazu geführt hat, dass auch die anderen beiden Headshops die Ladendurchsuchung hatten und auch zum Teil, dass irgendwas konfisziert wird und so weiter. Also da haben Einzelne auch tatsächlich, die versucht haben, ein bisschen mehr okay zu spielen, vielleicht unter dem Verhalten anderer gelitten. Ich musste jetzt aber auch sozusagen vielleicht auch mal als Käufer sagen, hey, Pilzduftkissen, was ist dabei? Aber da erleben wir es eben so, dieses, ja, es ist ein Konfliktzone sozusagen. Ja, es gibt vielleicht auch den Bedarf, es gibt bestimmt auch Leute, die sowas verantwortungsbewusst machen. Selbstverpflichtung ist genau das Wort. Wenn man sich selbst verpflichtet, was passiert, wenn man die Verpflichtung bricht? Da ist es vielleicht auch an der Sache von Verbinden und so weiter. Ja, man könnte vielleicht auch so eine Art Bestrafung, keine Ahnung, Diskussion, ja, also ich weiß nicht, was da möglich ist. Aber es ist klar, es muss mehr passieren. Strengere Gesetze werde ich nicht fordern, denn die Gesetze, die werden wahrscheinlich lange nach meiner Forderung verabschiedet von vielleicht konservativen Parteien oder so. Ich behaupte eigentlich, haben wir gute Gesetze. Ich habe eben mal darauf hingewiesen, HWG. Leider scheint es niemanden zu geben, der sich dafür verantwortlich fühlt und danach guckt. Ich glaube, es gibt mehr Probleme, wenn ich jetzt auf der Straße rumlaufe und, ja, keine Ahnung, irgendetwas feilbiete sozusagen im kleineren Rahmen. Da wird nachgeguckt. Also eigentlich haben wir haben Kammern, wir haben Ärztekammern. Ich frage mich ganz oft, warum machen die Ärztekammern zum Beispiel nichts in dem einen oder anderen Fall? Ja, wahrscheinlich ist es eine bunte Mischung aus all dem. Nicht unbedingt strengere Gesetze, aber das Einhalten von Gesetzen fordern. Ja. Weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall. Dann sind wir mit der Folie durch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und Mitarbeit. Und somit haben wir jetzt noch Zeit für offene Diskussionen. Du hattest ja eben eine schöne Diskussionsfrage. Magst du sie noch mal kurz wiederholen? Also da ging es um die Öle. Also es ist so, ich hatte in der Vergangenheit aufgrund einer wissenschaftlichen Arbeit die Möglichkeit, die Naturburschen zu interviewen. Das sind lokale Erzeuger von Hanf und verschiedenen Hanfprodukten. Und da sind wir in die Diskussion geraten, weil es um das Thema Vollspektrumöl geht, weil es einfach sehr viele CBD-Öle auch auf dem Markt gibt, die sich als Vollspektrumöl schimpfen, da aber einfach nur irgendein Speise- oder Hanföl genommen wird und da dann CBD zugesetzt wird und dementsprechend alles andere der Pflanze fehlt. Und deswegen ist die Frage, sollten wir das irgendwie regeln, offiziell? Ja, die Frage wird schon gleich mal ins Publikum geben. Was meint ihr? Also ich würde dazu einfach erstmal anmerken, dass es ja sehr wahrscheinlich in den nächsten Monaten eine Gesetzesänderung gibt im Kontext von Nutzhanfprodukten und, oder Nutzhanfanbau und den daraus folgenden Produkten. Dementsprechend könnte da viel mit adressieren oder das mischt ja nochmal neu die Karten. Also ich habe mich auch gewundert, dass man quasi in einem Entkriminalisierungsgesetz, was ja egal wie streng es hier und dort ist, ja trotzdem insgesamt ganz gut durchdacht ist, bis auf die zwei, drei Dinge, die ich jetzt mal nicht erwähne, und dass es halt insgesamt nur eine Entkriminalisierung ist, die man kritisieren sollte, weil deswegen gibt es ja solche Strömungen. Aber die Frage ist ja, oder das Spannende war ja, dass man trotzdem diese strengen Regulierungen aus dem alten Betäubungsmittelgesetz 1:1 übernommen hat. Und daher kommen ja solche Geschichten, dass man nur CBD, dass man Blüten wäscht und nochmal neu besprüht. Oder dass man CBD-Öle als Kosmetik verkauft, auch wenn es teilweise sehr wahrscheinlich ist, dass die Produkte oral genommen werden. Man muss ein bisschen aufpassen, was ich da sage. Aber deshalb, also die Karten werden wahrscheinlich demnächst neu gemischt. Und da würde ich auch grundsätzlich, wie eben auch von Clemens angedeutet, doch eher den Aktivismus auf die Legalisierung pushen und weniger auf jetzt irgendwie strengere Regeln. Also das ist jetzt nicht unser politischer Aktivismus, aber natürlich im Branchenverband und so weiter sollte man sich da natürlich auf jeden Fall um Standards bemühen. Und vielleicht auch mal ein Unternehmen dann ein bisschen abstrafen, mal vielleicht auch aus Messen ausschließen und so weiter. Das könnte man sicher überlegen. Das ist ein starker Punkt. Messeausschluss, das ist natürlich jeder,
jede Person, die eine Messe veranstaltet, hat natürlich insofern eine starke Macht, einen starken Einfluss. Wen lasse ich auf der Messe zu? Welche Angebote lasse ich auf der Messe zu? Und wie gehe ich mit solchen Angeboten um? Ja, es kann natürlich auch sein, dass ein Aussteller überraschend bestimmte Produkte verkauft. Dann kann man natürlich auch theoretisch vielleicht mal einen Rundgang machen mit einem Rechtsanwalt oder Mystery-ShopperInnen vorbeischicken und dann schauen, was wird da wirklich verkauft und dann entsprechend agieren. Also ich habe gehört, dass auf der letzten Hanfmesse auch 6 Messestände geschlossen worden sein sollen. Und das ist natürlich dann eine logische Konsequenz. Ne? Das hat dann natürlich auch, macht natürlich auch einen Eindruck auf Aussteller, gerade wenn es jetzt Aussteller sind, die jetzt vielleicht aus Übersee hergekommen sind, die gewisse Kosten hatten. Und dann können sie nicht mehr auf der Messe stehen und bekommen vielleicht noch ein lebenslanges Auftrittsverbot auf der Messe. Das sitzt. Ne? Das hat Konsequenzen. Und das funktioniert ganz ohne Ruf nach strengeren Gesetzen, ganz ohne extra Selbstverpflichtungserklärungen und sonst was. Das ist halt einfach die Macht derjenigen, die eine Messe veranstalten. Und da könnte man natürlich überlegen, ob es vielleicht auch, da könnten zum Beispiel die Messeanbieter unter sich vielleicht auch so eine Art Kodex oder Selbstverpflichtung entwickeln, sodass sie einen einheitlichen Standard haben. Weil letztendlich ist es ja auch so, dass wenn jetzt, nur ein Messeaussteller, also war ja beispielsweise mal ein Thema HHC, manche Messeaussteller haben es zugelassen, manche nicht. Ja, und letztendlich profitieren ja die wirtschaftlich erstmal, die es zulassen. Ja, und wenn letztendlich zum einen wir das als Szene, sage ich mal, wahrnehmen und das auch entsprechend gutieren, ne, wenn wir sehen, dass da entsprechend seriös und gut gehandelt wird, dann wird das auch von den Messeausstellern stärker wahrgenommen und auch stärker umgesetzt. Ja, und dementsprechend ein möglicher nächster Schritt wäre, wie gesagt, dass sich die Messeaussteller auch zusammenschließen und sich auf so eine Art Kodex einigen. Das fände ich persönlich sehr smart. Vielen Dank. Wenn wir bei den Messen sind, dann vielleicht einmal die nicht repräsentative Umfrage hier gerne per Handzeichen. Wer war denn hier alles schon mal auf einer Veranstaltung wie der Mary Jane? Das ist ja mit Abstand die größte Hanfmesse. Oder? Okay, das sind fast alle tatsächlich. Dann gerne die Anschlussfrage. Wer war denn teilweise, ich werde 2 Fragen stellen, wer war einmal sehr positiv überrascht, was auf so einer Messe geht? Und wer war einmal sehr negativ auch überrascht, was auf so einer Messe geht? Gerne erstmal, wer war sehr positiv von so einer Messe überrascht, dass ihr dachtet, wow, das gibt's auf der Messe, das finde ich aber cool. Okay, das sind einige Handzeichen. Und dann einmal die Gegenfrage, wer war auch negativ überrascht? Was, sowas läuft hier? Okay, das sind nochmal deutlich mehr. Ich würde fast sagen, so 2/3, 1/3. Okay, krass. Ja, finde ich sehr interessant, dass wir hier natürlich auch bedenken sollten, das ist unsere Perspektive als AktivistInnen, die da irgendwie in dem Thema drin sind. Und wenn uns das schon auffällt, hey, hier läuft was gewaltig schief, dann kann natürlich das Bild von ganz außen betrachtet, von Leuten, die nichts mit Cannabis bisher am Hut hatten, nochmal vielleicht viel fataler aussehen, vielleicht ganz anders. Insofern sehr spannend, diese Einblicke. Danke okay, sehr. Es gab noch eine Wortmeldung oder beziehungsweise 2. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich das vielleicht sogar ähnlich wie in Kanada, da wurde der viertgrößte Anbauer, Cantrust hieß die Firma, also die hatten schon etliche Awards gewonnen, auch was Qualität angeht und so weiter. Und die sind dann hochgegangen, weil sie verpfiffen worden sind. Da gab es einen Whistleblower, der eben bekannt gemacht hat, dass die hinter Vorhängen Grow-Rooms benutzt haben, die noch gar nicht lizenziert waren von der dortigen Gesundheitsbehörde, die da die Aufsicht hat über all diese Anbauvereinigungen. Sind ja keine Anbauvereinigungen, sondern in Kanada war das ja ein bisschen anders. Ja, und wie gesagt, die sind dann hochgegangen und mussten ihren Betrieb einstellen und waren dann eben nach einem Jahr weg vom Fenster. Und da wurde also ein Exempel statuiert. Die haben denen dann ganz hohe Auflagen gemacht, damit die ihre Lizenz zurückbekommen konnten. Und bis dahin waren die also dann von der Konkurrenz komplett überholt. Also da war dann Tilray und Canopy. Ja, die waren dann da. Die waren praktisch ruiniert danach und dummerweise war ich da auch noch investiert. Naja, gut, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ähnlich auch in Deutschland dann mal dazu kommt, dass
eine Anbauvereinigung geschlossen wird und ja, da als schwarzes Schaf hingestellt wird. Und das kann vielleicht der Branche aber auch gut tun. Also, was weiß ich. Danke. Dankeschön. Was mir noch als Frage einfällt oder als Idee, wie wäre es denn, ein Siegel zu etablieren, wie es ja in der normalen Wirtschaft auch immer wieder passiert, dass sich Fantasiesiegel ausgedacht werden, die irgendwas Besonderes suggerieren sollen, dass wir uns jetzt als, weiß ich nicht, Arbeits-, ich krieg's Wort nicht zusammen, ich sag mal als Handverband oder als Branchenverband Cannabiswirtschaft ein Siegel etablieren und das versuchen auch medial bekannt zu machen, dass es dieses Siegel gibt. Das ist ein zertifiziertes Vollspektrumöl. Ja, das ist eine gute Idee. Also der Branchenverband hat auch schon mal schon dran gearbeitet an einem Gütesiegel. Damals war die Idee für CBD-Produkte speziell. Aufgrund der Veränderungen im Markt und anderer Prioritäten ist das Thema erstmal zurückgestellt. Grundsätzlich gibt es insofern im Moment keine, ich sag mal, Cannabis-spezifischen Siegel, die jetzt irgendwie von Branchenverbänden sind. Es gibt einzelne Plattformen, die so Siegel vergeben oder vergeben haben. Und was es auch gibt, ist natürlich, dass manche Firmen damit werben, bei wem sie Mitglied sind. Weil, ich sag mal, ein Unternehmen, das in Verbänden engagiert ist, ist in der Regel seriöser als eins, das es nicht ist. Ja, auch der Deutsche Hanfverband hat natürlich sich dazu schon Fragen gestellt. Es gibt die, das geht vielleicht in die Richtung Selbstverpflichtung oder Anregung zur Selbstverpflichtung, die Transparenzkriterien für Anbauvereinigungen, für Cannabis Social Clubs. Das ist einfach eine Liste von, ich denke, es sind 10 Fragen, die man sich stellen könnte, die man sich vielleicht stellen sollte, bevor man einer solchen Vereinigung beitritt. Unter anderem die Frage, wie ist denn der Plan für diese Vereinigung? Soll das so die kleine gemeinschaftliche Runde sein, wo jeder wirklich überall mit anpackt? Oder möchte man vielleicht doch eher in einen sehr großen CSC, vielleicht in die Richtung, wie es hier auch gezeigt wurde, dass man eigentlich anstrebt, man möchte hier eine ganze Halle füllen? Passt da die eigene Erwartungshaltung vielleicht mit den BetreiberInnen überein? Oder genau solche Fragen, was soll überhaupt dort produziert werden? Möchte man hier eine besondere Sortenvielfalt? Möchte man hier, Hauptsache es knallt? Oder möchte man da vielleicht doch einfach ein bisschen differenzierter auch mal exotische Sorten, andere Cannabinoide vielleicht in den Pflanzen finden, die auf dem Schwarzmarkt oder diese auf dem, ich sag mal, Standard-KonsumentInnenmarkt halt einfach nicht so verfügbar sind? Genau, dafür gibt es entsprechend auf der Website handverband.de einmal diesen Hinweis. Gut, es gibt eine weitere Wortmeldung, ja. Ja, ich wollte noch mal kurz was zu dieser Marktmacht sagen, die man als Messeveranstalter zum Beispiel hat oder Messeunternehmen. Das ist ja das eine Beispiel, dass die Messe den entsprechenden zum Beispiel HAC oder THCP oder was auch immer Anbieter ausschließt. Ist eine Marktmacht, die da natürlich Gestaltungskraft hat. Aber das Ganze geht halt eben auch andersrum, wenn man sich die Aussteller nimmt, die vielleicht ein Credo haben in der Szene und einen Namen, beispielsweise so Barneys, Sensi, Sunlight, whatever. Leute, die halt wirklich einen Namen haben, wo die Messe tot ist, wenn die nicht mehr hinkommen. Die gibt es halt und auch die können eigentlich die gleiche Marktmacht ausüben, wenn zum Beispiel eine Messe Scheiße baut, weil ich glaube, da gab es schon mal sowas. Aber wenn jetzt beispielsweise ein großer Hersteller sagt, so, ich gehe nicht zu irgendeiner Hanfmesse, weil die haben da Mist gebaut und haben aus unserer Sicht unsere mitgeprägte Cannabiskultur beschädigt. Die haben ein Interesse daran. Die muss man mit an Bord holen bei so einem Thema. Also um diese Kultur auch einfach sich selbst verteidigen zu lassen und zwar mit Marktmacht. Ich meine, es ist wie gesagt in ihrem Interesse. Vielleicht finden sich ja Leute, die da irgendwie Zugang haben. Ja, absolut richtig. Guter Punkt. Und das mit Selbstverpflichtungen unter den Ausstellern war ja auch schon in die Richtung, aber das ist ja das. Der folgt dem dann einfach nur konsequent, der Hersteller. Ja. Ja, generell auch so das Thema Zusammenarbeit, denke ich mal, ist ein wichtiger Aspekt bei der Frage nach, wie kann man Seriosität stärken für unsere Community. Und ich denke, da ist schon sehr viel Zusammenarbeit. Also ich erlebe das als sehr positiv und fühle mich in jedem Kontext immer sehr schnell willkommen und offen und man kommt gut in Dialog. Aber das sollte man auch auf jeden Fall, denke ich, weiter aufrechterhalten, dass dieser Dialog
bestehen bleibt und dass man vielleicht auch in den Dialog mit eher fragwürdigen Unternehmen kommt und auch da einfach ein Gespür für bekommt, was sind jetzt überhaupt die Hintergründe, dass sowas ins Leben gerufen wurde oder gemacht wird und vielleicht auch da eben eine andere Perspektive bei denen hervorrufen können. Ja, richtig, vielen Dank. Ach so, und noch ein Gedanke, der mir gerade noch kam, zum Thema auch Influencer, weil da auch diese Bilder waren. Da wollte ich auch noch sagen, dass es ja auch positive Beispiele gibt von Personen, die irgendwie auf Instagram oder anderen Social Media aktiv sind, aber eben auch seriös. Und genau, da einfach auch nochmal den Blick drauf stärken, dass es diese Personen auch schon gibt und auch da wieder die Vernetzung aufrechterhalten. Danke sehr. Wir sind ja hier auf der Cannabis-Normalkonferenz des Deutschen Handverbands. Und da ist, finde ich, auch eine spannende Frage, was wünscht ihr euch eigentlich vom Deutschen Handverband? Der Deutsche Handverband ist ja ganz ursprünglich mal als Firmenvertretung gestartet, wurde dann immer mehr zur Konsumenten- oder Verbraucherschutz, wenn man so will, Organisation, Interessenvertretung. Und irgendwann gab es dann halt die Trennung sozusagen, dass Handverband klar gesagt hat, Fokus jetzt auf Konsumenteninteressen und der Branchenverband Cannabiswirtschaft hat sich gegründet für die Wirtschaftsunternehmen. Ne? Und dementsprechend ist natürlich die Frage, also im Moment ist der Handverband, hat ja einen starken Fokus darauf, sozusagen Legalisierung erreichen und alles, was drumherum ist. Ne? Patienteninteressen werden mitbedient und so weiter. Und ist natürlich auch ein bisschen so die Frage, wo könnte die Reise hingehen? Es gibt ja auch beispielsweise, wenn man im Ernährungsbereich schaut, sowas wie Foodwatch, die sich einzelne Produkte vornehmen und einzelne Hersteller vornehmen und da dann gezielt Kritik üben oder jährlich einen goldenen Windbeutel vergeben, sprich, es können alle Leute Negativprodukte, schlechte Produktdeklarationen oder Mogelpackungen, was auch immer, vorschlagen und aus den 5 häufigsten Vorschlägen oder 5 ausgewählten Vorschlägen gibt es dann ein Voting sozusagen, wo alle dann sozusagen mit wählen können, welche Produkte sozusagen der größte Aufreger sind. Ne? Wäre das etwas, was ihr geil findet oder denkt ihr, braucht man nicht? Ich sehe schon ein paar Leute nicken und das wäre halt so eine Möglichkeit, wie man es angehen könnte und dementsprechend fände ich jetzt eine interessante Frage. Denkt ihr, das ist ein Feld, das der Handverband zukünftig stärker bespielen sollte? Es sind gleich mehrere Meldungen hier, vielleicht erstmal, ja. Also mich würde das schon irgendwie freuen, wenn der Handverband da zumindest sporadisch mal so einen Blick mehr auf die Produkte setzen würde und vielleicht wirklich sowas wie ein verschimmeltes Hanfblatt für den schlimmsten Skandal im Jahr mal raushauen würde. Einfach um das Bewusstsein auch für den Kunden und für den Endnutzer irgendwie da auch ein bisschen zu schärfen. Ne? Vielleicht darf ich dazu einmal anmerken, der Fragesteller ist auch sehr aktiv beim Handverband in Berlin. Vielen Dank dafür übrigens. Ja, ist eine super Idee. Goldene Himbeere, glaube ich, goldenes Brett oder wie auch immer. Goldene Hecke, super. Ja, goldene Hecke, sehr gut, sehr gut. Also solche Negativpreise sind ein denke ich, gutes Beispiel, um negative Dinge doch irgendwie vielleicht auch mit Humor und so weiter zu kommunizieren und eben auch ja, nicht einfach nur die Du-Du-Du-Kritik sozusagen anzubringen, ja, sondern es ein bisschen lustig zu machen. Und das ist auch oft eine Einladung, glaube ich, für Leute, die betroffen sind, es entweder besser zu machen oder darauf herzulegen, jedes Jahr die goldene Hecke abzuräumen sozusagen. Ja, und sowas auch verbandsübergreifend sozusagen. Also ich bin dem DHV überhaupt sehr dankbar, dass hier so eine bunte Mixtur sozusagen aus Konsumententhemen, Nutzhanf wie Medizinalcannabis bearbeitet wird. Und ich denke mir, so kommen wir auch insgesamt weiter, wenn sozusagen Stakeholder, die irgendwie mit Cannabis zu tun haben sozusagen, ja, übergreifend zusammenarbeiten. Und da kann man auch ruhig mal sozusagen über den Tellerrand hinausschauen und es muss ja auch nicht immer mit Medizin zu tun haben, es kann vielleicht auch was mit Nutzhanf zu tun haben. Aber letztendlich ändern wir so ja, den Rahmen, die Spielregeln für alle langfristig. Ja, super Sache. Danke sehr. Habt ihr weitere Wünsche an den Handverband oder Ideen, was zukünftig passieren könnte? Nochmal kurz ergänzend zu dem Thema, wie
bei Foodwatch jetzt, dass man sich mit gutem Beispiel, wie die mit gutem Beispiel vorangehen. Generell finde ich das, wollte ich das unterstützend betonen, dass ein kreativer Ansatz, sich halt mal zu schauen, welche Firmen macht denn zum Beispiel jetzt Thema in Kontrollinstanz Verbraucherschutz schon einen guten Job, in diesem Fall sind jetzt Lebensmittel und wie können wir das dann übernehmen, finde ich, ist an sich ein sehr, sehr guter Ansatz, weil aus dem Nichts eine Idee zu kreieren, gestaltet sich als deutlich schwieriger. Deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Richtung ist, um folgende Problematiken oder entsprechende Ideen weiter auszubauen. Danke. Es wird ja gestern in der Diskussion auch schon vom Paradigmenwechsel gesprochen, und zwar vom politischen. Den gesellschaftlichen gibt es ja noch nicht so richtig. Und wir als Social Clubs dürfen ja auch, wie ich das eben auch schon sagte, auch andere nicht aufklären. Am schlimmsten finde ich, dass die Jugend komplett vergessen wird, die jetzt weiterhin auf dem Schwarzmarkt das verunreinigte Cannabis kaufen muss. Und ich würde mir vom Hanfverband wünschen, dass er da weiter dran arbeitet, an diesem gesellschaftlichen Paradigmenwechsel und dass es viel Aufklärung gibt. Also all das, was all wir andere nicht machen dürfen, quasi. Ja. Danke. Ja, also wo ich noch Bedarf sehen würde, wäre halt so die ländliche Region. Also da ist das Thema teilweise, habe ich das Gefühl, noch gar nicht angekommen. Weder die Teilentkriminalisierung, Legalisierung, wie man es da nennen möchte, noch dass es auch als Nutzhanf natürlich viele Möglichkeiten geben würde, gerade auf dem Lande, die man nutzen könnte. Und ich finde es da vielleicht ganz wichtig, dass man sich auch so an die kleinen Politiker wendet, die so regional vielleicht irgendwie ihre Sache machen und dass da mehr Präsenz ist, dass die das so mitkriegen, dass man da halt auch wirklich viel machen kann. Ja. Danke. Ja, also ich bin selber jetzt auch ein paar Monate für den DAV Dortmund tätig und ich habe mir da auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das Ganze auch so ein bisschen mit umsetzen zu wollen, weil ich würde mir auch wünschen, dass der Hanfverband so irgendwann so eine übergeordnete Instanz ist, wo man sich in allen Belangen bezogen auf das Thema Cannabis, ob das jetzt medizinisch oder politisch, wirtschaftlich, wie auch immer, verlassen kann. Weil wenn man jetzt mal auf das Thema mit diesem Siegel zurückkommt oder mit einem Kodex, das ist schön und gut, wenn man einen Kodex hat oder ein Siegel, aber man muss auch die Vergebung dieses Kodex oder sagen wir dieses Siegels so nachhaltig gestalten, dass man auch eine Instanz wieder hat, die das kontrollieren muss. Und deswegen ist das alles auch immer so, ja, ein zweiseitiges Schwert, sage ich jetzt mal. Und um auf das Thema von dir gerade nochmal zurückzukommen, du hast gesagt ländliche Region. Ich finde, es ist vor allem auch wichtig, dass wir unsere Felder mit Hanf befüllen. Weil wenn ich durch die Gegend fahre und ich sehe überall Hanf auf den Feldern, dann schaffe ich praktisch wie so eine passive Entstigmatisierung in unserer Gesellschaft. Und das ist auch schon mal eine Menge wert. Oder auch vielleicht Altersheime. Also alte Menschen sind auch uns gegenüber, ich sage mal, sehr konservativ. Ich möchte das jetzt nicht mal irgendwie kritischer äußern. Und ich denke mal, da ist es auch sehr wichtig, dass wir die älteren Menschen und Generationen vor allem sensibilisieren, damit sie uns auch zuhören. Danke. Rettet die Wälder, Hanf auf die Felder. Schöner Demospruch, kann man sich gerne auch als Sticker, denke ich, hier mitnehmen. Es gibt ein weiteres Statement noch. Ja, wir sind jetzt ja ein bisschen bei der Frage, Quo Vadis Hanfverband. Und ich fand jetzt aktuell die Aktion vom DHV Halle-Saale-Kreis sehr gut mit den Stecklingen, wo sogar die Omis in der Schlange standen, um sich dort die Stecklinge abzuholen. Und das ist ein ganz wesentlicher Beitrag für die Entstigmatisierung. Was ich dann ein bisschen schade finde, ist, wie das dann so aufbereitet wurde vom Hanfverband. Also ich hätte mir da vielleicht, also ich habe das jetzt persönlich jetzt auf X verfolgt, dass das vielleicht ein bisschen mehr gepusht worden wäre in der Kommunikation. Ne? Oder eine Idee wäre einfach zu sagen, man macht sowas bundesweit. Nicht nur in Halle, in Münster, also kann man ja in Norddeutschland gerne, vor allen Dingen in Bayern wäre das eine sehr tolle Aktion.
Ja. Ja, ich denke, jetzt, wo man gesehen hat, wie erfolgreich diese Aktion war, es war jetzt eine neue Idee, eine neue Sache, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das Verbreitung findet und möglicherweise auch vom DAV-Bundesbüro unterstützt wird. In der Vergangenheit konnten wir nur Hanfsamen verteilen und auch selbst das war teilweise schon ein heißes Eisen. Ich glaube, Stuttgart war es, wo dann extra noch Durchsagen gemacht werden mussten durch den Lautsprecher, so, dass es sich nicht um THC-haltiges Cannabis handelt und Ähnliches. Da greift natürlich der Paradigma. Und das ist natürlich eine sehr gute Idee, das auch weiter aufzugreifen, was man natürlich auch in die Breite tragen kann. Vielleicht als kleine Rückfrage zum Thema mehr Präsenz auf dem Lande ist natürlich auch die Frage, also würde ich natürlich auch vollkommen zustimmen, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, das Wie. Ne? Soll man mehr die Ortsgruppen stärken oder soll der Handverband mal eine Tour durch Deutschland, mal in jedem Landkreis eine kleine Veranstaltung machen oder sowas? Und dann wäre natürlich auch die Frage, wer finanziert? Ne? Und ja, das sind natürlich so Fragestellungen, die sich dann im Kontext stellen. Da kann ich vielleicht einmal stellvertretend, denke ich, sogar für viele, wenn nicht sogar alle Ortsgruppen sprechen. Wenn ihr große Mutterpflanzen habt und die Mittel, so eine Aktion, die muss ja auch irgendwie unterfüttert sein, mit zu realisieren, dann kommt bitte auf uns Ortsgruppen zu. Wir freuen uns super, wenn wir solche Veranstaltungen machen können. Natürlich braucht es dafür Helping Hands. Je mehr, desto besser. Man hat es in Halle-Saale gesehen, irgendwie, man kann nicht mit drei Leuten einen Infostand für 250 BesucherInnen machen. Oder kann man schon. Aber es ist natürlich super schön, wenn ihr Leute kennt, sei es, die haben zwei, drei Stecklinge mehr sind mehr als nichts. Insofern, das ist super geil. Kommt da auf eure Ortsgruppen zu, followt den Ortsgruppen auf Instagram. Vorhin war einmal der Beitrag, es gibt gute Beispiele auf Instagram und den Social-Media-Kanälen. Ich glaube, die Ortsgruppen kann man da ganz schamlos einmal bewerben. Es gibt einfach auf handverband.de/aktiv-vor-Ort einmal die Übersicht. Folgt euren lokalen Leuten, kommt mit denen in Kontakt. Und wir können solche Aktionen deutschlandweit durchführen, wenn wir deutschlandweit Leute haben, die sagen, yo, Hanf, geil, bin ich dabei. Cannabis normal. So, wir nähern uns dem Ende. Wir haben noch Zeit für ein oder zwei Fragen, Kommentare. Wer möchte noch da hinten einmal? So. Ich will nur den Zusatz bringen, falls ihr sowas machen solltet, Stecklinge Samen zu verkaufen, der Hanfverband in Berlin mit voll hinter euch stehen, auch juristisch. Das wollte ich nur dazu hinzufügen. Eine Verschenkaktion, verkauft wird da nichts. Gut, letzte Wortmeldung, letzte Frage, letzter Kommentar hier vorne. Dann vielleicht nochmal zu dem, was du gerade nochmal gesagt hast. Man könnte einfach direkter auf die Bauern einfach zugehen. Dass man auf Messen geht oder Veranstaltungen, wo sich halt Bauern umtümmeln und aktiv auf die zugehen. Weil erst wenn wir die sensibilisieren, packen sie halt die Hanf auf, den Hanf auf die Felder. So, mein Gott, ja. Ja. Ja, genau, Aufklärung betreiben, auch in dem Bereich. Genau, Aufklärung an die Bauern. Ja, auch eine gute Idee. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die gute, lebendige, fruchtvolle Diskussion, die wir hier hatten. Wir sind dann am Ende unseres Vortrags hier angelangt. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, folgt mir auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter. Oder Gero, du bist auf LinkedIn, bist du noch auf weiteren Plattformen? Ja, folgt mir. LinkedIn. Facebook macht keinen Spaß mehr. Twitter nervt auch. Alles klar. Dann vielen Dank und ja, guten Appetit.